Wir Lehrlinge übernehmen dann immer das Ladenbeizli. Das Projekt geht ein halbes Jahr und wir probieren einfach den Teil von der Waldeck auf eigene Regie einmal zu führen. Und wie viele Leute sind da denn? Wir sind 8 Lehrlinge, sind 4 im Service und 4 in der Küche. Jetzt sehen wir hier Plexiglas. Was hat es denn mit dem so Spezielles auf sich? Wir haben hier einen Barometer von unserem Punktensystem. Wir haben hier oben verschiedene Menüs und die geben verschiedene Punkte. Und dann haben wir noch das Menü zum Ziel. Da gibt dann den meisten Punkte. Wir haben, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht, können wir hier in Seealp oder dann nachher zum Philippe Roche auf Grissier. Und wenn wir dann noch mehr Punkte haben, kommen wir zum Mosiman auf London. Oder natürlich, unser Hauptziel wäre natürlich Thailand, eine Woche lang. Wir werden rausgehen, wir werden nochmal Werbung machen, wir werden unser Ziel erreichen. Wir sind bald positiv eingestellt und wir sind richtig begeistert, dass man das machen darf. Viele verschiedene Gerichte, natürlich klassisch. Also was man von der klassischen Küche auch nicht bis lehnen kann. 4 Kackets, ein Mini zum Ziel, ein Käsehörli, ein Appenzeller. Und ein Südwurst. Kann man schicken. Wie kommt man auf die Idee von so einem Stiftenprojekt? Also wir machen schon jahrelang ein Projekt mit den Lehrlingen. Und das ist jetzt wieder mal ein anderes Projekt. Und das Projekt ist eigentlich, dass die Lehrlinge richtig motiviert werden. Sie sind auch motiviert. Sie sind voll stolz, arbeiten zu tun. Also meine persönlichen Ziele sind, also vom Marketing her, ist es noch sehr interessant gewesen, was es gebraucht hat. Also die Leute wissen, was läuft. Und dann ist natürlich auch vom Kochen her, man hat oben ein bisschen Möglichkeiten, die man vielleicht hier in der Waldeck oder im Schnuckerbock nicht hat. Also vom selben her ist es sicher interessant. Ich sehe sicher viel Neues und ich bin positiv eingestellt. Ich finde es cool, dass wir hier eine eigene Küche haben. Wir können eigene Menü kreieren. Und ja, wir sind auch für uns allein gestellt. Wir dürfen die Gäste selber versorgen. Ja, ich denke, das ist eine grosse Motivation. Und ein halbes Jahr, wie wundert die Leute ein halbes Jahr lang begeistern, dass der Weg immer wieder da rauf findet? Ja, wir werden dranbleiben, wir werden Flyer verteilen, wir werden Werbung machen. Und ich hoffe natürlich auch einfach, dass die Leute von Mund zu Mund Werbung auch ist. Und wir sind jung motiviert, wir schaffen das. Also meine persönlichen Ziele sind, dass ich schauen kann, was alles braucht, bis man so ein Ziel erreicht, wo wir uns gesteckt haben. Und natürlich auch, dass wir unsere eigenen Chefs sind, dass wir schauen müssen, dass der Laden läuft und dass wir alles selber machen können. Also Teamarbeit und Vorbereitung auf die LAP, also Lehrabschlussprüfung. Und allgemein zum Selbstbewusstsein und Zielstrebung mal etwas selber auf die Beine zu stellen. Die Herausforderung ist auch, um die Lehrlinge natürlich noch bis im März voll zu motivieren. Aber sie haben ja ein Ziel. Also wenn sie ja das oberste Ziel erreichen, da ich auch mitnehmen. Und das ist, ist nämlich auf Thailand. Und da werden alle daran arbeiten für das Ziel. Nutze die Chance bis im Februar. Könnt ihr bei uns im Stift dabei sein, neue Sachen erleben. Was sie sonst noch nirgends erlebt haben. Kommen Sie zu uns und essen Sie mit zum Ziel. Yeah!